Hallo liebe Milcherzeuger, Herdenmanager und Berater. In der letzten Ausgabe der DLG-Mitteilung habe ich einen spannenden Artikel über die Zukunft der Milchviehbetriebe in Deutschland gelesen und möchte ein unangenehmes Thema aufgreifen, den Strukturwandel. Einige von euch werden sich vielleicht ärgern, aber ich finde es wichtig, dass wir ehrlich sind. Mich persönlich betrifft das Thema auch, denn es geht um die Zukunft von meinem elterlichen Milchviehbetrieb, auf dem ich aufgewachsen bin und auf dem ich immer noch helfe, wenn Not am Mann ist, wie beim ersten Schnitt. Aktuell bewirtschaften mein Bruder und mein Vater den Betrieb. Meine Neffen sind 7 und 10 Jahre alt und zeigen bisher sehr großes Interesse an der Landwirtschaft. Aber wie wird die Zukunft unseres Betriebs und die vieler Milchviehbetriebe in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aussehen? Das Ganze nennt sich dann Strukturwandel. Damit ist gemeint, dass in der Regel kleinere Milcherzeuger aufgeben und dadurch die Anzahl der Milcherzeuger jedes Jahr sinkt und die durchschnittliche Größe immer weiter steigt. Die Wahrheit ist, dass jedes Jahr tausende Betriebe freiwillig oder gezwungenermaßen aufgeben. Zwischen 2000 und 2015 waren dies in Deutschland fast 60.000 Betriebe und das sind ungefähr 4.000 Milcherzeuger jedes Jahr. Was sind die Gründe dafür? Da sind einmal die insgesamt zu niedrigen Milchpreise der letzten Jahre und die zu geringen Einnahmen. Und dies können die Landwirte leider nur sehr begrenzt beeinflussen. Es sei denn, man beginnt mit der Direktvermarktung. So, und auf der anderen Seite steigen die Kosten, unter anderem durch wachsende Anforderungen der Gesellschaft und neue Auflagen durch die Politik. Beides zusammen führt dazu, dass sehr viele Betriebe die Vollkosten, die bei der Milcherzeugung entstehen, in den meisten Jahren nicht decken können und für einen sehr geringen Stundenlohn arbeiten müssen. Und obwohl es den Betriebsleitern oft emotional sehr schwer fällt, ist die Betriebsaufgabe dann der letzte Ausweg. Und das war es leider noch nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass sich der beschleunigte Strukturwandel der letzten Jahre fortsetzt. Und das würde bedeuten, dass es im Jahr 2030 nur noch 35.000 Milchviehbetriebe in Deutschland gibt. 2030 ist schon in 12 Jahren. Mein Bruder wäre dann 50 und meine Neffen um die 20 Jahre alt. Damit es unseren Betrieb dann noch gibt, muss es meiner Familie gelingen, besser zu sein als 50% der übrigen Milchviehbetriebe, die 2015 in Deutschland aktiv waren. Und bis 2050 wird die voraussichtliche Zahl der Milchviehbetriebe in Deutschland dramatisch weiter sinken. Der Bericht in den DLG-Mitteilungen geht von nur noch 10.000 Milchviehbetrieben aus. Mein Bruder wäre dann schon über 70 und meine Neffen um die 40 Jahre alt. In meinem Heimatdorf gab es 2015 noch ca. 20 Milchviehbetriebe bei ungefähr 1000 Einwohnern. Nur ungefähr jeder siebte Betrieb wird in etwas über 30 Jahren auf Basis dieser Annahmen noch aktiv sein. Und das stimmt schon nachdenklich. Vor allem, wenn man weiß, dass viele Landwirtsfamilien seit Generationen sehr eng mit ihrem Betrieb verbunden sind. Was bedeutet das für euch als Milcherzeuger, meinen Bruder und meine Neffen? Nun, es wird nicht leichter werden. Und man muss aus jeder Situation versuchen, das Beste zu machen. Schimpfen auf Politik, Gesellschaft, Lebensmittel, Einzelhandel oder die Molkereien tut vielleicht gut, hilft aber leider nicht wirklich weiter. Interessant war ein Gespräch mit Professor Theisen von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Er sagte mir, dass sich zwar die Anzahl der Landwirte in Schleswig-Holstein halbiert hat, die Anzahl der Silageproben aber ungefähr gleich geblieben ist. Das kann man so interpretieren, dass die Landwirte überlegen, die sich intensiver mit der Silage auseinandersetzen, beziehungsweise die Betriebe aufgeben müssen, denen die Qualität der Silage egal war, beziehungsweise die weniger professionell gemanagt wurden. Grundsätzlich bin ich persönlich der Meinung, dass es wichtig ist, die eigenen Zahlen zu kennen. Denn nur was ihr kennt, könnt ihr auch managen. Es geht darum, den Betrieb Stück für Stück zu verbessern. Und dieser Prozess hört eigentlich nie auf. Schreibt mir mal bitte eure Meinung zum Thema Strukturwandel in die Kommentare. Was zeichnet die Top-Betriebe aus eurer Sicht aus und wo haben einige Betriebe noch Verbesserungspotenzial? Ganz wichtig, abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn wir unterstützen Landwirte. Bis dann, euer Rainer Möller.